Ein alarmierender Zustand. Weil Intensivbetten und Beatmungsgeräte im Elsass in Frankreich nicht ausreichen, werden Patienten über 80 Jahre hier nicht mehr beatmet, quasi aussortiert. Entscheidungen wie in Kriegszeiten gibt es in Italien schon längst. Ärzte wägen ab, wer ein Beatmungsgerät bekommt und wer nicht. Auf diese Triage, auf diese Aussortierung stellen sich nun auch deutsche Ärzte ein, sollten auch hierzulande die Intensivkapazitäten nicht mehr ausreichend vorhanden sein. In einem verfassten Papier werden Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen dargelegt, verfasst von 7 medizinischen deutschen Fachgesellschaften. Wenn die Ressourcen knapp würden, sollen Patienten keine Intensivtherapie bekommen, wenn der Sterbeprozess unaufhaltsam begonnen hat, wenn die Therapie als medizinisch aussichtslos eingeschätzt wird, weil keine Besserung oder Stabilisierung erwartet wird, oder wenn ein Überleben an den dauerhaften Aufenthalt auf der Intensivstation gebunden wäre. Die Priorisierungen erfolgen dabei ausdrücklich nicht in der Absicht, Menschen oder Menschenleben zu bewerten, schreiben die Ärzte. Vorrangig werden dann diejenigen Patienten klinisch notfall- oder intensivmedizinisch behandelt, die dadurch eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit bzw. eine bessere Gesamtprognose auch im weiteren Verlauf haben. Die Triage, ein Begriff aus der Militärmedizin, als Ende des 18. Jahrhunderts Verwundete nach Schweregrad eingeteilt und behandelt wurden. Auch hierzulande stellen sich deutsche Ärzte darauf ein, Entscheidungen über Leben und Tod treffen zu müssen. Ein Leitfaden mit Ja-Nein-Wahlmöglichkeiten und den daraus resultierenden Behandlungsfolgen wurde gleich mit ausgearbeitet. Denn es sei unausweichlich, so das Dokument, eine Auswahl zu treffen, welche Patienten akut oder intensivmedizinisch behandelt werden und welche nicht oder nicht mehr.